So, check, check, check. Ja, ich sehe was. Kabel ist draußen. Gut, okay. Geht los. Herzlich willkommen zur Fritz-Trampolin-Show bei Aussitzen Deluxe. Text und Soundkram. Viel Spaß. Den Hund gekommen. Wenn du in dieser Stadt einen Hund hast, musst du immer eine Kacktüte einstecken haben, wenn du mit ihm rausgehst. Und das Dümmste, was du tun kannst, wenn dein Hund gerade mitten auf den Gehsteig geschissen hat, ist eben diese Tüte ihrem eigentlichen Zweck der Hundekotentfernung zuzuführen und den Haufen wegzumachen. Denn wenn du sie benutzt, hast du keine Kacktüte mehr, die du vorzeigen kannst, wenn die Cops dich kontrollieren. Und sie kontrollieren immer, wenn man keine Kacktüte hat. Und deshalb darfst du sie nie benutzen, um die Scheiße deines Hundes wegzumachen. Die musst du einfach liegen lassen. Das erspart dir Stress mit den Cops und es ist ein Statement. Genau genommen ist es ein gnadenloser Revierkampf. In den Großstädten dieser Zeit gilt eine Regel. Wenn es in einem Viertel keine Scheißhaufen mehr gibt, ist es vorbei. Dann ist es am Arsch und alles ist vollgeknallt mit Neubauten aus Glas und Beton. Und die wiederum sind zugeknallt mit diesen Aliens, sich mehr für ihre Karriere als für das Glück interessieren. Und in diesem
Viertel hier sieht man nur noch verdammt wenige Kackhaufen. Dafür Cops an jeder Ecke. Und die sehen sofort, ob du zu den Aliens gehörst oder nicht. Und wenn nicht, dann kontrollieren sie dich. Also denk verdammt nochmal an die Kacktüte. Ist eigentlich auch nicht schwer zu erkennen, wer Alien ist und wer nicht. Auch wenn das viele nicht auf die Reihe kriegen. Aber die Cops können es sehen und die meisten von uns können es auch. Es ist einfach alles. Die Frisur, die Klamotten, wie du dich bewegst, ob du lachst und wenn ja, wie du lachst. Und ob du dich über die Sonne freust. Glückliche Menschen schaden dem Kapitalismus. Glückliche Menschen schaden dem Kapitalismus. Das wissen Sie und das weiß ich. Und deshalb schikanieren Sie uns und irgendwas finden Sie immer. Wieder Kack-Kack-Tüte. Naja, die habe ich schon benutzt und jetzt habe ich sie nicht mehr. Na, das geht ja wohl. Name, Adresse. Das ist ihrerseits ein unausgesprochenes Fick dich und macht einen Zehner. Und wir haben keine Zehner. Wir haben bloß Münzen. Und das heißt heute Abend hungern oder zuzüglich Mahn- und Säumnisgebühren, bla bla bla, mit allem drum und dran ein paar Tage Knast. Und der größte Gefallen, den du ihnen tun kannst, ist, wenn du wütend wirst und die Wut über all den Scheiß in dich reinfrisst und aufhörst, glücklich zu sein. Glückliche Menschen schaden dem Kapitalismus. Wenn wir nicht aufhören zu lachen, können sie nicht gewinnen.
Ich wache auf. Irgendwas ist. Auf jeden Fall zu früh. Also, keine Ahnung, welche Uhrzeit jetzt ist, aber mein Körper sagt, auf jeden Fall zu früh. Die Augenlider sind schwer, die Nerven flirren, der Schädel brummt und ich hab richtig schlechte Laune. Jetzt realisiere ich, weshalb ich trotzdem wach bin. Da draußen vor meinem Fenster ist irgendein Motorroller, der nicht anspringt. Nein, der zwar anspringt, aber trotz immer wieder laut dröhnenden Vollgases nicht wegfährt. Es ist, als stünde er direkt in meinem Zimmer, neben meinem Bett. Als die Überzeugung, das Problem würde sich ganz sicher nach 2 Minuten endlich selbst gelöst haben und dieser Motorroller weggefahren sein, allmählich unerfüllt verfliegt, steige ich sehr misslaunig aus dem Bett, denn ich muss mindestens dieses Fenster schließen. Ich werfe einen Blick auf die Uhr. 8:02 Uhr. Ich werfe einen Blick aus dem Fenster. Hä? Da ist kein Motorroller. Also, jetzt optisch. Akustisch ist da aber einer. Nach ein paar Sekunden entdecke ich den Menschen auf dem Fußweg. Er trägt Lärmschutzkopfhörer und einen Laubsauger. Nein, Laubpuster. Diese Dinger halt, die das Zeug nicht wegmachen, sondern nur woanders hin tun. Und das ist laut. Richtig laut. Und er pustet laut. Im Juli. Um 8:02 Uhr. Alter, denke ich. In diesem Moment liegen ganze 2 Laubblätter auf dem Boden. Eins hier und eins in München. Und der Typ saugt, nein, pustet Laub und 2 Plastikverpackungen. Toll. Was macht man nicht alles in diesem wundervollen Land? Laubsaugen im Juli früh um 8. Sinnlos. Ich stehe im Fenster, splitternackt und fassungslos. Ich lasse dieses Szenario durch meine laienhaften Rechtskenntnisse in Bezug auf die Gesetzeslage in der BRD rattern und komme zu dem Schluss: Nö, das geht. Rein rechtlich, meine ich. Kannst du machen. Früh Laubsaugen, Lärm und Gestank verbreiten, obwohl kein Laub da ist. Geht, kein Thema. Wider jeder Intuition wird es wohl nicht viel Sinn haben, die Cops anzurufen und zu sagen: Ja, guten Tag, ich habe hier einen groben Fall fahrlässiger Dummheit mit Laubsauger vor meiner Tür rumlaufen. Können Sie bitte kommen und den schnell entfernen? Das würde nicht passieren. Die würden auf keinen Fall kommen und ihn wegen groben Unfugs zum nächsten Arzt fahren oder so. Im Gegenteil. Wahrscheinlich würde der Typ da unten selber gerne noch schlafen, früh um 8. Und wurde wahrscheinlich von seinem freundlichen Amt dazu geprügelt, die anderen paar Leute, die auch noch schlafen wollen, den Schlaf zu verderben, weil sie nicht schon wach und beschäftigt sind. Also, das ist auf jeden Fall erlaubt hier. Ich muss irgendwie daran denken, dass man aber für das Retten bereits weggeworfener, noch guter Lebensmittel aus Supermarktmüllcontainern verknackt werden kann. Und ich denke so: Welcome to this beautiful country.
Man ist kein Langschläfer, wenn man um 1 Uhr mittags aufsteht, aber erst früh 6:30 in sein Bett getorkelt ist. Man ist kein Langschläfer, wenn man um 1 Uhr mittags aufsteht, aber erst früh 6:30 in sein Bett getorkelt ist. Wenn man der Erste war, den der junge Tag geküsst hat, als man schwankend die Kneipe verließ. Dieses ganze bekackte Viertel ist vollgeknallt mit Bars. Wahrscheinlich Hunderte. Aber es gibt nur noch 3, 4, vielleicht 5 Kneipen, in die man gehen kann. Das sind diese abgefuckten Tavernen, wo das Licht noch von Kerzen gemacht wird, wo Musik läuft aus einer Zeit, die die meisten von uns gar nicht miterlebt haben. Hendrix, Morrison, Joplin, Cobain. Das Übliche. Früher war das Viertel voll mit solchen Läden. Heute sind es echte Geheimtipps, wo sich alles versammelt, was noch nicht von der Werbung, dem Fernsehen und dem, sorry, Apple-Virus in diese neuen weißen Schickimicki-WLAN-Bars getrieben wurde. Gescheiterte Menschen, Arbeitslose, gescheiterte Künstler, Ausländer, harte Bräute, Studenten mit sozialer Intelligenz und auf etliche trifft irgendwie alles zu. Hier gibt es keine Cocktails, sondern Whisky pur und statt des DJs steht ein verstimmtes Klavier in der Ecke. Wer hier hinkommt, ist vielleicht am Arsch. Aber auf keinen Fall einer von diesen Zombies, deren Leben aus Job, dem Smartphone und der Angst um die Lage der Nation besteht. Diese Mutanten eben, die mittlerweile die ganze Stadt beherrschen. Und dieses Viertel. Aber in diesen 3, 4 oder vielleicht 5 Kneipen trifft man sie noch. Individuen mit menschlichen Eigenschaften. Menschen, mit denen man noch reden kann. Mit Emotionen, Bedürfnissen und dem Wunsch, sich an dieser neuen Welt irgendwie treu zu bleiben. Auch wenn die meisten daran kaputt gehen. Hier ist es so verraucht, dass man es nicht einmal bis aufs Klo schafft, ohne sich ein fettes Lungenkarzinom einzuhandeln. Hier bestellst du dir 2 Bier und du wirst im Laufe des Abends 5 gehabt haben. Und mindestens 2 Schnaps. Und du wirst geflirtet und dich vielleicht sogar verliebt haben und du nimmst auf jeden Fall etwas mit nach Hause. Entweder einen Schatz oder süße Träume. Diese Lokale sind die letzten verbliebenen Bastionen der Unangepassten in dieser Stadt. Und das ist der armselige Haufen, den es gilt, zu einem Bataillon gegen das System und seine Roboter zu verwandeln. Oder so. Oder so. Oder so. Naja. Man ist kein Langschläfer, wenn man um 1 Uhr mittags aufsteht, aber erst früh 6:30 in sein Bett getorkelt ist.
gestalten in Form Bioökonomik. Ein auffälliger Kulturbeitrag. Wechselnde politische Verhältnisse. Nette Menschen, schwerwiegende Ambitionen, gedämpft durch die Angst vor der Keule. Wissen Sie, manchmal kommt es einem wirklich hart vor, in diesem Land zu leben. Obwohl es das natürlich nicht ist. That's fucking paradise here, man. Von den Leuten einmal abgesehen. Und vom Wetter manchmal. Aber eigentlich ist es der geile Scheiß, hier zu leben. Zumindest wenn man zufälligerweise weiß und männlich in dieses Land geschissen wurde. Du musst nicht verhungern und Wasser aus der Leitung, das man trinken kann, so viel du willst, hey. Und du kannst mehr oder weniger machen, was du willst, du darfst nur niemanden umbringen. Und mal ehrlich, selbst wenn du das tust, musst du nicht verhungern und kannst einfach 15 Jahre nicht so richtig raus. Wenn du irgendeinen blöden Mist anstellst, zum Beispiel Kinder kriegen, dann wird dir geholfen. Mach Kinder und du kriegst Urlaub und Kohle. Das ist der Shit, Mann. Und doch, du musst nur draußen rumlaufen und du denkst irgendwie, nee. Da schreit dich die große Plakatwerbung an und die ist jedes Mal so dumm, dass man all das nicht mehr ernsthaft genießen kann, weil man ständig denkt, dass alles und alle so unerträglich dumm sind. Jedes Jahr ein neues Smartphone. Gas, Wasser, schießen. Mach, was wirklich zählt, kommen Sie zur Bundeswehr. Aber wissen Sie, welche Werbung am schlimmsten ist? Welche Werbung am besten zeigt, wie unfassbar dumm die Deutschen sind?
Ich sag's Ihnen. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über ein paar Dings. Und ich sag Ihnen auch warum. Alle 11 Minuten, damit werben die, ist das euer Ernst? Und mal ganz davon abgesehen, was soll das überhaupt heißen, verliebt sich ein Single? Wem soll das was bringen, wenn sich ein Single da verliebt? Dem Single bringt das sicherlich nichts. Ich habe mich auch schon ein paar Mal verliebt und das war nicht immer cool. Wäre ja gut, wenn sich immerhin zwei Singles verlieben würden. Und dann wäre immer noch nicht gesagt, dass sie sich ineinander verlieben. Aber egal. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fange bei sowas immer an, im Kopf zu überschlagen. Also ich wusste natürlich selber nicht, wie viele Nutzer dieses Paar-Dings so hat, aber in solchen Fällen kann man ja immer vorsichtig schätzen. Also, sagen wir haben so 80 Millionen Leute, ja? Da werden ja wohl locker 1 Million Leute bei dem gefühlten Branchenführer dieser Art Portal sein. Okay, also sagen wir 1 Million Nutzer in Deutschland, die wollen also rein rechnerisch zu 500.000 Paaren werden und alle 11 Minuten geht davon ein Paar ab. Stellt euch eine Sanduhr vor, in der 500.000 Sandkörner sind und alle 11 Minuten quält sich ein einziges Sandkorn durch den schmalen Hals der Uhr. Viel Spaß beim Warten. Das sind 6 Sandkörner in der Stunde. Von 500.000. Das sind nicht mal 150 am Tag. Das sind rund 50.000 im Jahr. Das heißt 10 Jahre, bis die Sanduhr leer ist. Also 5 Jahre, wenn sie irgendwann in der Mitte jemanden abkriegen. Was soll das für eine Werbung sein? Melden die sich an und in 5 Jahren finden sie einen Partner, wenn es gut läuft? Mittlerweile weiß ich, dass mit Stand 2016 Paardings über 4 Millionen Nutzer hat. Also 4-mal mehr. Das heißt, man muss 20 Jahre warten, damit es funkt, aber auch nur, wenn man im Mittelfeld ist. Vielleicht. 20 Jahre. Also ich weiß nicht, ich finde das keine gute Werbung. Und mir will nicht in meinen verdammten Schädel, dass sowas hierzulande als Werbung funktioniert. Aber doch, es funktioniert. Die Wirtschaft kann wirklich froh sein, dass das Bildungssystem im Arsch ist. Werden Sie diese Frage mit Nein beantworten? Kaputtschlagen! Mit der Verwesung der Welten in 6-stündigem Akt ein Kind zeugen und es anschließend zur Taufe manuell ins Höllenfeuer befördern, Vanillepudding essen. Und niemand könnte etwas dagegen sagen oder dafür. Ich kenne niemanden, der so gegen das Dagegensein ist wie du. Ach, du grünwangige Schönheit mit der zerzausten Glatze. Ich habe nicht schlecht Lust, mir hier und jetzt die Kleider vom Leibe zu reißen und mich auf dich zu stürzen und zu erwürgen. Gelbe Eichhörnchen gentrifizieren die blauen Eichhörnchen in europäischen Stadtparkverwaltungen. Thank you.
Deine Mutter ist eine Hure. Ich muss lachen, das galt mir. Absender dieser kurzen Real-Life-Sprachnachricht ist ein scheinbar mit sich und der Welt unzufriedener Zeitgenosse im besten Alter. Ich drehe mich zu ihm und lächle ihn an. Ich kontere: Mein lieber Freund, diese Tatsache ist entweder knapp 3 Jahrzehnte lang an mir vorbeigegangen oder halt, falsch. Und selbst wenn es wirklich so wäre, änderte dies rein gar nichts an der Liebe zu meiner Mutter. Beziehungsweise an der Hassliebe zu meiner Mutter. Beziehungsweise den Hass auf meine Mutter. Des Weiteren sind Prostituierte keine schlechten Menschen. Vielmehr bin ich der Meinung, dass eben die Männer, die sie herablassen, beschimpfen, sie verachten und missbrauchen, der Verachtung würdig sind, die du diesen Frauen entgegenbringst. Du tust mir leid. Mein Diskussionspartner ist ausgenockt. Er steht da, blinzelt, guckt sprachlos, schaut nach links und nach rechts, scheinbar nach argumentativer Unterstützung seiner Freunde suchend. Als da nichts kommt, gelingt es ihm, sich nach einer Weile wieder zu fassen und seine Argumentationslinie wieder aufzunehmen. Nein, du tust mir leid, Hurensohn, sagt er und haut mir ordentlich eine auf die Nase. Ich gehe zu Boden und bin kurz K.O. Ich sehe Sterne und höre Vögelchen zwitschern. Meine Nase blutet. Okay, unentschieden, sag ich.
Maya steht an der Fußgängerampel an der Hauptstraße und wartet auf Grün. Alles ganz normal. Autos fahren, sind laut und stinken. Leute schauen unfreundlich und sind schlecht gelaunt. Wie gesagt, ganz normal alles. Wenn da nicht... So ganz alles scheint doch nicht normal zu sein. Da ist etwas. Da gegenüber, ja, da gegenüber, da ist etwas, das nicht so richtig ins Bild passt. Da ist ein Papa mit seiner Tochter, offensichtlich ein großer, fast junger Mann und ein kleines, ganz junges Mädchen an der Hand. Auch noch nichts Unnormales. Aber der Mann, dieser Mann, er, tja, denkt Maya, tja, der sieht aus wie, naja, wie, ganz eindeutig ist er ein islamistischer Terrorist. Arabisch-terroristischer Stereotyp. Die Gesichtszüge, die Haubenmütze, der Bart, das ist genau der Typ, der immer in der Bild-Zeitung abgedruckt wird, unter Islamist. Und der im Tatort immer religionsverblendet Bomben legt. Aber er, da auf der anderen Straßenseite an der Ampel, hat keine Kalaschnikow über die Schulter hängen. Komisch. Sondern ein circa vierjähriges bildhübsches Mädchen an der Hand. Eine Tochter. Der ist offensichtlich liebevoller Papa. Und dann ganz offensichtlich noch von einem Mädchen, das aussieht, als käme es aus der US-Werbung für eine bio-deutsche nationalsozialistische Arierzuchtfabrik. Blond und blaueste Augen und in Barbie-Style rosa Klamotten von Mütze bis Schuh. Nicht, dass das irgendwie interessant wäre, zumindest die blauen Haare und die blonden Augen. Aber doch. Es unterstreicht die Schubladen, denkt Maya, in die wir die Leute nach ein, zwei Blicken hineinstecken und diese dann zweimal abschließen, sodass auf gar keinen Fall da irgendwer jemals wieder herauskommt. Der Terrorist und das Mädchen, denkt Maya, zwei Schubladen Hand in Hand. Es wird grün, alle gehen los über die Straße. Der Mann und das Mädchen überqueren selig die Straße. Nee, denkt Maya. Alles ganz normal. Heute wollten sie mich aus meinem Job werfen. Ich hätte das okay gefunden. Sehr sogar. Das ist vermutlich auch der Grund, weshalb sie mich doch nicht gefeuert haben. Sie wollen, dass man ihnen die Füße küsst, bevor sie einen in den Arsch treten.
Also haben sie mich nicht gefeuert. Sonst würde ich ab jetzt meine Zeit für Dinge verwenden, die mir sinnvoll erscheinen. Und davon gäbe es viele. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und wahrscheinlich ist auch das der Grund, weshalb ich den Job noch nicht selber an den Nagel gehängt habe. Es ist bequem und du musst dich um nichts weiter kümmern. Du gehst hin, machst dein Ding und gehst wieder. Fertig. Und danach bist du frei. Bis zum nächsten Morgen. Du kannst deine Miete zahlen und hungern musst du auch nicht und der soziale Status ist auch okay. Aber darauf kannst du halt auch pfeifen. Die Zeiten sind schon lange vorbei, in denen sie uns rumschubsen konnten, wie sie wollten. Ich weiß, was ich mache und ich weiß, dass ich es gut mache. Und wenn sie wollen, dass ich blöde Sachen mache, können sie sich jemand anders suchen. Oder wenn es sie stört, dass ich 10:30 erst anfange zu arbeiten. Denn in meinem Job ist es total egal, wann ich damit anfange. Aber natürlich würden sie gerne sehen, dass wir alle 7 auf der Matte stehen und uns zum Dienst melden würden. Es ist komplett sinnlos, aber sie machen das gerne irgendwie. Wahrscheinlich, um klarzustellen, wer hier ihrer Meinung nach das Sagen hat. Aber so läuft das nicht. Wie gesagt, ich mache mein Ding und alles andere ist egal. Und die sollen mich ja in Frieden lassen. Sie feuern mich nicht, weil sie wissen, dass mir das nichts ausmacht. Im Gegenteil, ich würde erstmal die Füße hochlegen und ein schönes Bad nehmen, dabei eine Flasche Rotwein trinken und Kaffee und eine Zigarette rauchen. Musik hören. Und dann würde ich nur noch sinnvolle Dinge tun. Den Welthunger bekämpfen oder das beschissene Patriarchat oder in der Natur rumlaufen. Und wenn das Geld alle wird, ist das kein Grund zur Panik. Du nimmst dir ein paar Scheine, gehst ins Darknet und kaufst dir eine Virensoftware. Damit kannst du Leuten dann ganz gemütlich vom Rechner aus das Geld abknüpfen. Mehr muss man nicht machen. Das ist heutzutage kein Ding mehr. Natürlich würde ich nur reichen Leuten etwas abknüpfen. Und ich selber brauche ja nicht viel. Der Rest ist dann für die Leute, die es dringend brauchen und den Kampf gegen den Hunger und das blöde Patriarchat oder was weiß ich denn. Ich wäre Robin Hood 2.0. Sie müssten mich halt nur mal feuern. Thank you.
Fritz Trampolin Show. Naja, goodbye. Goodbye.